Moin moin und herzlich willkommen zum ersten Teil des PoE Trading Guides. In dem ersten Teil soll es darum gehen, euch zu zeigen, wie ihr auch ohne Premium Stash Tabs Items verkaufen könnt oder Items auf PoE Trade listen könnt. Wie man sieht, habe ich dieses Beispiel-Item, den Brutus LED Sprinkler, in einem Standard-Tab. Ich kann keinen Preis setzen. Ich will den aber trotzdem irgendwie verkaufen. Also was mache ich? Das erste, was ich mache, ist mir Acquisition runterzuladen. Link packe ich in die Beschreibung. Das zweite, was ich mache, ist diesem Account, POEXYZIS, das ist ein Bot, eine PM schreiben. Ja. Und dann packe ich da einfach irgendwas rein. Und dann kriege ich eine Antwort mit meiner sogenannten PoE Control, PoE Control PoE Trade URL. Diese URL ist dafür da, unseren Online-Status zu kontrollieren auf poe.trade. Das braucht Acquisition später. Das nächste, was wir machen, ist in die Foren gehen, runterscrollen, bis wir Trading sehen. Und in unserem Fall müssen wir einen Shop auf in der Legacy League einrichten. Dazu machen wir, habe ich jetzt hier schon gemacht, das heißt, ich mache nicht noch einen Thread auf. Aber wir klicken einfach New Thread, einfach den irgendwie nennen, den Thread. Dann hier irgendwas reinschreiben, das wird später eh ersetzt, also ist nicht wirklich wichtig. Das bleibt später, aber da ist auch im Grunde egal, was ihr da reinschreibt. Dann auf Submit klicken und dann kriegt ihr eine Thread-ID. Diese Thread-ID braucht Acquisition auch. So, als nächstes gucken wir uns Acquisition an. Drei Möglichkeiten, sich einzuloggen. Einfach mit der GGG-E-Mail-Passwort-Kombination, mit Steam oder mit der Session-ID. Dann müsst ihr noch eure League auswählen, auf der ihr das Item setzen wollt. Klickt auf Login. Dann seht ihr hier alle eure Stash-Tabs. In unserem Fall, ja, Brutus LED Sprinkler ist drin. So, was wir jetzt machen ist, wir setzen hier bei Shop, klicken hier drauf, setzen die Shop-ID da rein. Bei Auto Online setzen wir hier die Control PoE Trade URL ein, die wir von dem Bot bekommen haben. Ja, und dann Auto Refresh Check Tabs und Automatically Update Shop sollten standardmäßig drin sein. Als nächstes gehen wir bei und setzen einen Preis für den Brutus LED Sprinkler. Die anderen Items interessieren uns nicht wirklich. Wir setzen Buyout Exalted 15, weil der ist perfekt gerollt. Max Fizz, Max Attack. Gut, Crit ist nicht perfekt, aber es wird für den Brutus LED Sprinkler Build sowieso nicht gebraucht. Jetzt ist der hier gesetzt. Jetzt müssen wir den Forum Shop aktualisieren, indem wir hier draufklicken. Müssen wir nicht jedes Mal machen, wenn wir einen Itempreis gesetzt haben. Nur für dieses Video, damit wir sehen, was passiert, wenn Acquisition das aktualisiert. Normalerweise macht er das dann automatisch nach einer Zeit. Wir sehen hier jetzt, hier ist jetzt was reingekommen in den Thread. Und zwar Buyout 15x. Und da ist unser Brutus LED Sprinkler da drin. Es kann sein, dass der noch nicht auf PoE Trade gelistet ist, weil PoE Trade die Acquisition, also die Foren-Daten nicht live aktualisiert, so wie die Seite das mit Public Stash Tabs macht. Das kann sein, dass es ein bisschen dauert.
Aber wir suchen mal nach unserem LED-Sprinkler. Ah, er ist drin. Er ist drin. Gut, es gibt zwei Stück. Verdammt, der ist günstig. Wenn ich im Brutus LED-Sprinkler spielen wollte, würde ich mir dieses Item direkt raussnipen. Das ist ein perfekter Attack-Speed-Roll. Perfekter Fist-Stem, Flat-Fist-Roll. Würde ich mir direkt rausholen. Es gibt kein besseres Item. Meiner Meinung nach viel zu günstig eingestellt. Jedenfalls, das war's im Grunde schon. So könnt ihr, obwohl Items in Standard-Tabs liegen, die auf PoE-Trade-Listen. Vielen Dank fürs Zuschauen.